dem Baum vielleicht. Das wäre schön. Ja, hier gefällt's mir auch. Hallo, Louis. Hallo, Joko. Hallo, liebe Freunde. Ich sag euch was, wir bereiten ein Picknick vor. Köstlich, köstlich. Yum, yum. Wir haben eine Flasche Limonade, ein frisches Brot. Natürlich Butter, Gewürzgurken. Hey, das ist unser Käse. Und der ist auch noch sehr lecker. Tut mir leid, aber ich liebe nun mal Käse. Dafür überlasse ich euch Brot, Butter und die Gurken. Eins, zwei und drei. Das ging daneben. Na, 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 na. Ihr kriegt mich nicht. Schnell, Louis, hier. Hier hat sie sich versteckt. So wird das nie was. Ihr kriegt mich ja doch nicht. Na gut, ich verstehe. Spielen wir eben Katz und Maus. Ich habe da eine gute Idee. Warte auf mich, bin gleich zurück. Na, 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 diesmal krieg ich dich. Pech gehabt! Ah, oh, ihr werdet kühner, da lachen ja die Hühner. Wart's ab. Dir wird das Lachen schon noch vergehen. Wenn ich eine Katze malen will, male ich zuerst den Kopf. Dafür male ich einen Kreis mit zwei dreieckigen Ohren. Soll das die Katze werden, die mich angeblich fangen wird, ja? Da lache ich mich ja kaputt. Ja, ja, lach du nur. Inzwischen male ich zwei Punkte für die funkelnden Augen. Und einen Strich für das große Maul. Na, vor der habe ich keine Angst. Dann kommt die Nase. Dafür male ich einen kleinen Kreis und ein paar Striche für die Schnurrhaare. Und jetzt male ich eine Linie für den Rücken und danach eine lange geschwungene Linie für den Schwanz. Ich werde euren Käse genießen. Bis zum letzten Krümel. Mal schneller, Louis, sonst frisst sie alles auf. Okay, weiter geht's vom Kopf mit einem Strich nach unten zu den Beinen. Eins, zwei, ein kurzer Strich für den Bauch, drei und vier. Und ich male jetzt vier kleine Halbkreise. Das sind die Pfoten. Und noch ein paar kleine Striche für die Krallen. Die sind ganz spitz und scharf. Das stört mich überhaupt nicht. Und jetzt, Freunde, müssen wir die Katze nur noch ausmalen. Dankeschön, Joko. Köstlich. Dieser Käse ist einfach umwerfend. Hallo, guten Tag, Freunde. Mein Name ist Frederik. Hallo, Frederik. Kannst du uns helfen, unseren Käse zurückzubekommen? Eine freche Maus hat ihn uns nämlich gestohlen. Eine Maus? Ja, diese da. Ich kann's kaum erwarten. Wenn ich das recht verstehe, wollt ihr, dass ich diese Maus für euch fange? Das ist nicht gerade meine Spezialität. Was ist dann deine Spezialität? Am liebsten mag ich ein schönes Nickerchen. Wir Katzen schlafen ja, wenn es sich einrichten lässt, den ganzen Tag. Und jetzt wäre es Zeit für mein Nickerchen. Ja. Hey, was macht ihr denn da? Er schläft! Das ist zu komisch. Oh, Louis, wie es aussieht, werden wir unseren Käse wohl nie wiedersehen. Warten wir es ab. Wenn ihr eine Katze malen wollt, malt ihr zuerst den Kopf. Dafür malt ihr einen Kreis mit zwei dreieckigen Ohren. Für die Augen malt ihr zwei Punkte und einen Strich für das Maul. Ein kleiner Kreis für die Nase. Und ein paar kleine Striche für die Schnurrhaare. Als nächstes kommt der Rücken. Und ein schöner langer Schwanz. Weiter geht's vom Kopf mit einem Strich nach unten zu den Beinen. Eins, zwei, ein kurzer Strich für den Bauch. Drei und vier. Und am Ende von den Beinen malt ihr vier Halbkreise für die Pfoten. Und miau, miau, die Krallen. Und jetzt könnt ihr die Katze ausmalen, wie es euch gefällt.
Oh, hallo, mein Name ist Dimitri. Dimitri, könntest du uns vielleicht helfen, unseren Käse zurückzuholen? Ich liebe es, Katz und Maus zu spielen. Nimm dich in Acht, sie ist sehr schnell. Ich wende meine Spezialtechnik an. Ich habe den Käse. Hey, das ist meiner. Angeschmiert, angeschmiert, na, 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 angeschmiert. Danke, Dimitri. Gibst du uns jetzt bitte den Käse? Wenn ihr den Käse wollt, kommt und holt ihn euch. Oh, was macht er denn da, Louis? Er läuft mit dem Käse weg. Kommt schnell und helft mir, den Käse zurückzuholen. Und jetzt, Freunde, wenn ihr auch eine Katze malen wollt, dann viel Spaß. Also, bis bald, Freunde. Bis bald, Louis. Jetzt holen wir uns unseren Käse zurück. Bis bald, ja.